damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Transport Fever aus unserem großen Güterzuggebiet momentan. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja jetzt mal ein bisschen was tun und unsere Hauptstrecke mehr oder weniger hier mal entlasten, dann auch jeden Augenblick. Dazu ist ein bisschen was nötig, und zwar müssten wir hier mal unsere Personenlinie, also unsere Personenbahnhöfe ausbauen. Allerdings, was ich auch noch so die Idee hatte, wir haben ja inzwischen 3 von 4 Verkehrsmitteln oder Verkehrswegen bebaut sozusagen. Was uns aber noch fehlt, ist das Flugzeug. Das heißt, wir könnten uns natürlich auch drum kümmern, hier ein bisschen Entlastung durch Fluganbindung zu schaffen. Das müssen wir aber erstmal gucken, ob das so klappen würde. Ist das ein bisschen teuer? Das heißt, das können wir noch nicht tun, nein. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, unsere Hauptstrecke hier praktisch auszubauen. Das heißt, hier größere Bahnhöfe zu bauen. Das heißt, wir gucken einfach mal, der 240 Meter. Der hier hat 240 und der hier, also der so voll steht, dürfte 160 Meter haben. Richtig. Das heißt, hier wird jetzt erstmal befordert, dieser Zug einfährt. Der Bahnhof abgerissen, die Schiene abgerissen und ein neuer Bahnhof rangebaut. Genau. So läuft das nicht. Das heißt, wir brauchen hier einen neuen Personenbahnhof. Da nehmen wir gleich mal den neuen. So, und den können wir hier jetzt eigentlich direkt so ranbauen, oder? Das klappt. Sehr schön. So, das heißt, hier kommen jetzt wieder wiederum die neuen Schienen ran. So, und das wäre es dann eigentlich auch schon. Erster Bahnhof ist ausgebaut. So, jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil. Und das wäre der Bahnhof hier. So, hier steht momentan sowieso erstmal alles voll. Das heißt, erstmal müssen wir alle Züge weg. So, das haben wir eigentlich auch schon. Ja, können wir so leben. Hier sind zumindest ein paar Züge zum Stadtbau. So, hier können wir es jetzt nicht so einfach machen wie gerade eben. Hier müssen wir jetzt nämlich ein bisschen rausgehen aus dem Gebiet hier. So. Oha. Und jetzt haben wir schon mal ein Riesenproblem. Nämlich haben wir den Fehler gemacht. Wir haben zu wenig aufs Geld geguckt. Halt, stopp, da war gerade was möglich. Ah, shit. Wir haben genau zu wenig Geld. Das heißt, wir müssen uns nochmal ein bisschen was anleihen. Was wir natürlich dann auch alles wieder zurückzahlen werden, ist ja klar. Das heißt, wir müssten diese ganzen Gebäude hier entfernen, um dann jetzt hier das Ganze wieder so anzubinden. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Dürfte eigentlich ja nicht so das Problem werden, hatte ich gedacht. Gedacht, ja. Das ist der richtige Ausdruck dafür. So, das heißt, da kommt das Signal wieder hin. Und ja, hier müssen wir eigentlich den Streckenverlauf so ein bisschen mal abändern. So, dann nehmen wir dann nämlich jetzt hier doch mal diese ganzen Sachen weg. Nein! Tatsächlich, die Funktion gibt es immer noch. Scheiße. So, kommt, fahrt weg da. Aus meiner Bauzone. So, weil ich möchte jetzt nämlich das Ganze ein bisschen schöner gestalten eigentlich. Nein! So. Genau, ich will das hier weg haben. Dann will ich jetzt die ganzen Kurven und sowas besser zu bauen. Das hier will hier schöner sein. Also, klar werde ich das hier nicht hundertprozentig gut hinkriegen, ne? So.
Das geht besser als Radius, genau, das würde besser aussehen. Oder sieht besser aus, eher gesagt. So, und dann haben wir es eigentlich auch schon. Wunderbar, ja. So, dann 1 Million wieder zurückzahlen und fertig. Fertig ist der Lachs, so. Das heißt, du hast hoffentlich deine Güter noch drin, genau. Das heißt, ihr fahrt alle wieder in die Richtung. Insofern ihr nicht umgedreht worden seid. Oder, also nicht umgedreht worden, keine Ahnung. Ich habe das jetzt mit der Verneinung nicht ganz so umgekriegt. So, du hast eine Produktion, das ist ja schön. Wunderbar. Allerdings kommt hier gerade nur Steine rein. Das heißt, wo bleibt die Schlacke? Ja, die wartet hier. Auf Abholung. Aber irgendwie ist es mit der Schlacke auch noch nicht so. Wir haben hier ein Potenzial von 41 bisher nur. So wenig? So wenig? Das ist jetzt aber blöde. Na, ich bin jetzt erstmal gerade der Überzeugung, es wird alles noch funktionieren. Das wird schon alles. So, hier warten tatsächlich Waren. Von hier hinten, ja. Das wird tatsächlich über dieses Schiff transportiert, ja? Auch interessant. Auch interessant, ja. Oder wie kommt es dahin? Das wird mich schon mal irgendwie interessieren. Rauchengesäß. Also, wie man auf so einen Namen kommt, ist mir auch ein Rätsel. Das hat das Spiel programmiert. Ja, genau. Spiel ist schuld. So, hier warten im Übrigen 17 Holz, ja? Der Zug macht allerdings Fett Minus. Ach, das läuft alles immer noch nicht so rosig. Ich würde mir aber eigentlich wünschen, dass es besser läuft. Das Ganze wirklich wünschen, ja. Wie läuft's mit den Lebensmitteln? Hier stehen sich die Züge inzwischen gegenseitig im Weg. Hallo? Wieso fährt denn die jetzt nicht mehr? Ja gut, ne? Die Züge fahren alle nur noch eingleisig hier. Das heißt, hier einfach mal den Doppelabschnitt ausbauen. Dann nehmen wir hier jetzt... Das sind da weg. Das sind da auch. So. Gut. Hammer. So, das heißt, wir können hier jetzt inzwischen neue Züge beanspruchen. Mit neuen Loks, selbstverständlich. Das heißt, hier sagen wir dann jetzt mal nicht mehr, wir wollen die 100, die E41 drauf haben, sondern wir sagen jetzt einfach, wir sind cool, wir wollen die 111. Wo ist er denn? Da. Gut. So. Das heißt, wir nehmen die hier alle weg. Dann sagen wir, nehmen 111er. Mit Passagierwagen, selbstverständlich. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal... Nee, das würde nicht zu einem Interregio passen. Sagen wir mal... Ja doch, wir färben die Wagen jetzt einfach mal verkehrsrot. Und zum Dunkelrot, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, den letzten nehmen wir weg. So, dadurch hat der Zug, wartet mal, 17. Ne, wartet mal, ach, den Wagen nehmen wir nicht. Wir sagen, wir nehmen hier diese Wagen, wir nehmen jetzt einfach mal 4, 5, 6 davon. Ja, genau. Das sagen wir jetzt. So, dafür brauchen wir wieder 20 Millionen, ey. Boah. Das ist hier was mit dem Geld, ey. So, wir brauchen... R.E. Moritzbörn. Was ist das schon wieder hier? Wo sind denn die Fahrzeuge? Da fährt einer. Voll. Da fährt der Güterzug. Da kommt der zweite. Fährt schon, zum Beispiel schon nicht mehr voll. Da ist der dritte. Und wo ist jetzt der vierte? Kommt der hier gleich entgegen oder wie? Warte mal, eins. Das ist Güterzug. 2, 3,
Ah doch, da steht er doch. Die sind alle hier hinten, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh. Ihr macht mich fertig. So, gut. Wenn wir dabei schon mal wären, dann könnten wir eigentlich auch sagen, wir bauen jetzt Flughäfen. Da wäre es eigentlich ganz cool, Burr mit anzubinden, weil Großenseebach sieht es hier relativ schlecht aus mit einer Fläche für einen Flughafen. Dann sagen wir doch lieber, wir binden da Burr mit an, oder? Wo wäre denn da... Würde das hier auch klappen? Wenn wir mal so gucken, warte mal, wir können ja hier einfach sagen, jupp, wir wollen einen zweiten Straßenanschluss. So. Und das war auch schon das Letzte, was wir machen konnten. So, haben wir jetzt zu viel Verlust hier gemacht, bitte. Betriebskosten sind das. Das sind die Einnahmen. Durch die Betriebskosten anscheinend. Baukosten. Nee, tatsächlich durch die Betriebskosten, ja. Und zwar fallen die so viel durch die Eisenbahn an. Das heißt, wir machen inzwischen zu viel Minus mit unseren Linien. Das heißt, eigentlich, wir müssten hier was stilllegen. Oder wir sorgen dafür, dass hier unsere Linie einfach mal wieder Plus macht, ne? Das wäre doch auch was, ne? So, inzwischen macht Güter 04 richtig fett Plus, Güter 03 macht Plus, Güter 02 macht Plus. Güter 01 macht Minus. Unsere Güterlinie macht ganz fett Minus. Dann die gehen eigentlich noch. Was sehen wir hier noch so, was richtig fett reinhaut? Das war es eigentlich schon. Die anderen, die gehen eigentlich noch. Das heißt, wir haben ein Problem mit dieser Linie. Mit unserer neu erstellten Güterlinie. Das heißt, wenn ihr nicht Schlacke transportiert, dann werdet ihr bald eingestampft, ja. Das müssen wir mal beobachten. Ja. So, Stahl wird inzwischen richtig schön transportiert hier. So, wie sieht es mit dem Rest aus? Mit dieser Schlacke hier. Der hat zweimal Schlacke drin. Kann sein, dass die Schlackeproduktion bei 0 liegt inzwischen. Nee, nicht ganz, aber so fast. Gut, das heißt, ich würde sagen... das reißen wir wieder ab. Dazu haben wir momentan noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um das hier voll auszubauen. So, das heißt, das war erstmal eine Linie. Das war ein Versuch wert. Ihr kommt weg. So, das heißt, bei Straße kommen gleich mehrere Linien weg. Und zwar kommt ihr weg. Ihr habt zwar Plus gemacht, aber scheiß drauf. Ihr kommt weg und ihr kommt weg. So, das können wir aber trotzdem beibehalten, das können wir später wieder aufbauen, wenn wir dann die finanziellen Möglichkeiten haben, um das besser dann auszubauen, genau. So, gut, dadurch dürften wir dann jetzt auch langsam nicht mehr so viel Minus machen. Und könnten uns dann jetzt unserem Thema Flughafen widmen. So. Die Frage ist ja erstmal, würde es denn prinzipiell klappen, hier einen Flughafen so hinzubauen? So, dann nehmen wir gleich mal den größeren. Ja, wartet, das haben wir gleich. Ich würde das gerne mal von oben so betrachten. Oh Gott, ey, 22 Millionen. Es würde klappen. Nein, es würde nicht klappen. Gut, das probieren wir an der Stelle gar nicht aus. Hier hinten. Es sei denn, wir können ja mal nochmal den kleinen versuchen. Er hat ja auch eine kürzere Landebahn. Das ist jetzt die Frage. Wenn nicht, dann würde es eh nichts dran ändern. Aber ja, gut, das können wir nicht machen. Das heißt, dazu müssen wir dann tatsächlich den großen Bahnhof verwenden. Und in diesem Falle... ...wäre das dann jetzt...
Warte mal, komm wieder. Ah, okay, gut, das klappt so nicht. Warte mal. Wo kommt jetzt das Geld her? Es klappt nicht, weil uns hier leider diese Station im Weg ist. Das heißt, du kommst erstmal kurz weg. Dann kommt hier der zweite Straßenanschluss hin. Und dann kann ich hier wieder hinbauen, genau. So, das war nämlich diese Station hier. Genau, so. Das heißt, du kommst hier jetzt wieder hin. Und hier wird erstmal kurz abgerüstet. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. So. Okay, gut. Dann können wir es nämlich jetzt hier nochmal mit dem wunderbaren Flughafen versuchen. Das wird alles schwer. Es wird hier alles schlecht. Ach man, das kann nicht wahr sein. Ey. Also wir hätten prinzipiell schon den Platz, aber da ist uns irgendwie was im Weg. Gut, dann werden wir uns erstmal kurz darum kümmern, dass das hier alles wegkommt. Und dann gucken wir weiter. So, das heißt, Bagger nehmen. Erstmal die Straße weg. So. Und dann brauchen wir Geld wieder. Genau. Das kommt erstmal alles weg und dann warten wir wieder neu auf Geld. Ja, das klappt schon, ne? So läuft das. So, wie läuft's hier hinten mit unserer Lebensmittelproduktion? Alles andere als gut. Das heißt, wir... Na gut, dann müssen wir wohl doch nochmal hier für einen neuen Zug dann sorgen. Auf der Linie. Dann haben wir inzwischen 6 Züge damit, ey. Das kann ja auch nicht so wirklich das sein, was wir wollen. Eigentlich wollen wir einfach bloß eine konstante Anlieferung von dem Zeug hier. Genau, irgendwie so ein bisschen nur so gedreht, ey. Ach so, deswegen läuft das hier so kacke gerade. Ja, dann sag das doch. Mensch, ey. Schrei doch. So, dann müsst ihr jetzt alle erstmal wieder fahren. Genau. Klappt ja auch. So, du bist voll, ne? Ja, du bist voll. Der ist nicht mehr voll. Der nächste, der dann kommt, ist wieder voll und... Ah ja, guck mal, hier stehen jetzt schon wieder 2. Das staut sich hier alles viel zu sehr. Da müssen wir aufstocken. So, aber erstmal muss ich Transport Fever muss ich jetzt erstmal wieder mit einkriegen hier, dass wir so hier erstmal wieder nachladen. So, geht doch. Und dann brauchen wir wieder Geld. Genau. Autosave. Oh, das ist genau das, was ich gerade haben wollte. Ah, endlich. Endlich haben wir die Wagen, die ich eigentlich schon vor Ewigkeiten haben wollte. So. Und jetzt haben wir auch hier endlich diese Holzwagen. Genau, die können wir nämlich dann auf unsere Holzlinien und so einsetzen. Also auf den Linien einsetzen, sobald wir wieder Geld haben, ja. So, wie läuft's mit den Eisenbahnlinien jetzt? Läuft's jetzt besser? Ah, die kommen immer noch rein. Also die sind noch auf dem Weg. Interessant. So. Ja gut, der kommt hier immer noch gerade an und macht Minus. Ihr macht... Wieso macht... Achso, die Linie macht Minus, weil natürlich da momentan kein Zug drauf gefahren ist, ist ja klar. Okay, gut. Also nicht gut, aber damit wäre das zumindest geklärt.
So. Du fährst hier fleißig, ja? Ja, du fährst fleißig. Das ist schön. Oh, oh, komm schon, bring mir Geld ran, genau. So, du wartest hier erstmal, weil du hast noch viel zu wenig. Ey, die staunen sich hier alle. So, erstmal bringt endlich die Güterlinie wieder Güter an. Das ist schon mal was. So, genau. Nicht nur ein kleines bisschen Güter, sondern ein bisschen was an Gütern. Ein bisschen viel an Gütern. So, wie sieht's hier mit den... Ach so, das sieht ja prinzipiell scheiße. So. Das ist ja kacke hier, die staunen sich hier alle. Wieso wartest du? Ach, kein Weg. Mensch, sag doch was. Dann kommst du erstmal, was weiß ich, auf die Linie meinetwegen. Du hast überall keinen Weg, ey. So, warte mal. Du hältst jetzt erstmal an hier. So, weil da fährt erstmal der eine Zug rein. So, wenn du keinen Weg hast, dann müssen wir dafür sorgen, dass du wieder einen Weg kriegst. Zum Beispiel dadurch. Wieso zum Teufel hat er keinen Weg, ey? Ich meine, so schön ist das jetzt auch nicht, ne? Ich glaube, ich sehe das Problem. Der kommt von dem Gleis. Ach so. Ah! Naja, sehe schon. So, zum Beispiel könnten wir einfach mal hier so einen Abzweig einbauen. In der. Der praktisch dafür sorgt, dass man wenigstens von dem Gleis aus so. Nein, wir können hier gar nichts mit dem. Wir können gar nichts damit machen, ist das kacke. Weg zum Depot kann auch nicht gefunden werden. Oh Gott. Ich glaube, wir werden hier ewig Minus machen. Wieso macht ihr alle Minus? Das läuft ja mehr als blöde gerade. Ach du Scheiße. Wo bleiben die ganzen Züge? Na, die fahren zumindest wieder. Gut, dann werden wir jetzt mal eine Schaurunde machen, ne? Also, das ist so die große Verlust-Runde heute hier. In der wir mal gar nichts machen können, außer gucken. Und hoffen, dass hier alles in Kürze wieder läuft. Also es läuft ja schon, aber wir kriegen das Geld irgendwie gerade nicht mehr rein. So, wie läuft's hier? Kriegst du wieder Geld? Ne, du kriegst bisher kein Geld. Immer noch alles am Abgrund. Das ist mir hier ein Verein, ey. So, hier läuft's immer noch bescheiden. So. Du kriegst ein bisschen was an Zeug mitgeliefert, ja. Wie läuft sie mit unserer Holzlinie eigentlich? Das können wir ja auch mal gucken. Ja, lol. Also schon wieder Nachladeruckler hier. So, du bist gerade im Tunnel. Achso, der ist gerade auf dem Weg hier hin. Und hier wartet ordentlich was. Das freut mich. Das wollte ich wissen. Oder das wollte ich sehen, eher gesagt, dass hier ordentlich gefahren wird. Ja, so, der, auch wenn wir eigentlich noch mal ein paar LKWs zurückschicken könnten, genau, dann schicken wir nämlich jetzt die beiden einfach mal zurück. Dann, die brauchen wir nicht. So. Wie viel kannst du maximal eigentlich befahren? Ah, das Doppelt von 39, also so um die 70, 78 oder sowas. So.
Ja, genau, das läuft. Okay, perfekt. Vergrößerung in Sicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, wenn die Holzproduktion läuft, müsste die hier auch laufen. Genau. So, weil die hier auch läuft, laufen die hier auch. Das ist ja immer... Das ist ja das Gute daran, das ist so eine Kettenreaktion, ne? So. Und da das hier auch läuft, machen die auch hoffentlich Gewinn. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie ja nicht, ne. So, wie sieht's mit hier aus? Gewinn? Ah, knapp, fast. Fast. Die fahren halt relativ lange, ne? Lange, 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 ja. Wo bist du? Machst du eigentlich Gewinn? Du machst auch keinen Gewinn. Wieso macht ihr alle keinen Gewinn? Verdammt! Also, wir müssen einfach darauf hoffen, dass dann jetzt in Kürze unsere Personenzuglinie wieder läuft. Denn, wie wir sehen, das war so unser tragendes Finanzfundament, das nun leider zusammengebrochen ist durch meine tolle Ausbaufunktion, also Ausbauaktion meine ich. Nicht Funktion, sondern Aktion. Die ja, wie wir sehen, total nach hinten losgegangen ist. Ja, nicht so praktisch, ne. Das wollte ich eigentlich nicht erzählen. So, einen Monat noch, dann wird hier ausgebaut. Dann wird hier mehr transportiert. Was hoffentlich auch nochmal zu einem finanziellen Aufschwung beiträgt. Ja, also, wir werden einfach mal abwarten. So, die fahren hier aber alle voll. Alle fahren so voll. So, das heißt, wenn ihr hier irgendwie ersetzt werdet, möchte ich, dass ihr noch zwei Wagen extra dran bekommt. Das sage ich jetzt einfach mal, genau. So, dann haben die 111er später ordentlich zu schleppen. Bin ich mal gespannt, ob das überhaupt irgendwie mal dann dazu kommt, dass die hier ausgetauscht werden. So. So, wie sieht es hier aus? Gar nicht. Eieiei. Aber die, guck mal, das hier kommt ein Aufschwung, genau. Ihr macht Minus, weil ich kann euren dritten Zug leider nicht wegnehmen da. Deswegen habt ihr auch so einen scheiß Takt. Takt. Genau. Daran liegt das nämlich. So, hier staut sich alles. Hier staut sich alles. Oh Gott. Das nur, weil das Signal dort hinten so weit weg ist, ja? Mann. Also wir sehen, wir haben hier einen Haufen von Problemen, die wir leider momentan nicht wegkriegen. So. Wie sieht's aus? Inzwischen sind wir fast wieder im Plusbereich. Hier inzwischen auch wieder. Also, wir dürften die Schulden dann jetzt auch langsam wegkriegen. Hoffe ich. Hoffe ich. Wenn nicht, dann bin ich sauer. Ja, so läuft das. Bin ich sauer aufs Spiel. Puh, denn dann mag ich das Spiel halt nicht mehr. So, du fährst hoffentlich voll. Ah, du fährst voll. Das heißt, du bringst mir auch wieder Geld ein. Der auch. Ist der auch voll? Na, fast. Also mit 4 ist er voll, mit anderen Zeug nicht. Aber naja. Gut, das war's erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt bloß gucken konnten. In der nächsten Folge wird es dann hoffentlich finanztechnisch, wie gesagt, wieder besser aussehen. Ich würde erstmal sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.